Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf Rangezoomt. Das hier ist ein Tablet, das iPad Pro in der 11 Zoll Version. Das hier ist auch ein Tablet, das Samsung Galaxy Tab S7, ebenfalls 11 Zoll groß. Und Samsung behauptet, dass das hier auch ein Tablet ist. Das Samsung Galaxy Tab S8 Ultra mit einem ultra großen 14,6 Zoll Display. Ob das wirklich noch als Tablet durchgeht, wie es sich in den letzten Wochen in meinem Alltag geschlagen hat und warum ich es nicht mehr missen möchte, das erfahrt ihr alles, wenn ihr dran bleibt. Los geht's, viel Spaß! Mir war natürlich klar, dass das Galaxy Tab S8 Ultra ultra groß ist, aber nimmt man es das erste Mal in die Hand, ist es doch noch einmal größer. Mit 728 Gramm ist es für ein Tablet auch schwer, aber super verarbeitet und nicht wirklich fragil, trotz einer Dicke von lediglich 5,5 mm. Dünner geht fast nicht, dann passt der USB-C-Port nicht mehr, über den das Tablet mit bis zu 45 Watt schnell wieder aufgeladen werden kann. Die vier Speaker klingen richtig super, gerade beim Filme- und Serienschauen ist das schon ein echter Pluspunkt. Besonders beeindruckend finde ich aber die dünnen Display-Ränder, dagegen sehen die Ränder am 11 Zoll iPad Pro richtig altbacken aus. Bevor einer mit dem Argument kommt, nein, Fehleingaben durch aufgelegte Handballen oder dergleichen habe ich bisher nicht gehabt. Na klar müssen wir auch kurz über die Notch reden, in der sich die beiden 12 Megapixel Frontkameras verbergen. Die hat mich vom ersten Moment an nicht gestört. Beim Konsumieren von Medien ragt sie nicht ins Bild und auch sonst verhält sie sich deutlich unauffälliger bei diesem riesen Bildschirm, als ich es befürchtet hatte. Kommen wir aber zu dem, was richtig begeistert am Galaxy Tab S8 Ultra, das ultra große Display. 14,6 Zoll in der Diagonale, das sind fast 37 cm, feinste OLED-Technik mit einer Auflösung von 2960x1848 Pixeln und einer Bildwiederholrate von natürlich 120 Hertz. Was für ein Panel. Kräftige Farben, super Kontraste, klasse Blickwinkel auf dem Display macht einfach alles Spaß, egal ob arbeiten, Socken lesen oder Videos schauen. Ja, es spiegelt etwas mehr als die LCDs in einem iPad, aber das kann ich locker verknusen bei all den anderen Vorteilen, die das Display so mit sich bringt. Entsperrt wird entweder per Fingerabdruckleser, der leider lange nicht so gut ist wie in aktuellen Top-Smartphones, oder einfach per Gesichtsscan, das geht deutlich schneller und zuverlässiger. Auch auf Performance-Seite überzeugt das Tab S8 Ultra in allen Belangen. Der aktuelle Snapdragon 8 Gen 1 nebst 8 GB RAM beschleunigen alles super schnell. Egal ob Games, Fotobearbeitung oder das Arbeiten mit Multi-Window, Multitasking, alles kein Problem. Wo wir schon bei drögen Zahlen sind, USB 3.2, Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6E, wenn ihr mögt 5G und wahlweise 128, 256 oder gar 512 GB Speicher, der per MicroSD-Karte auch erweitert werden kann. Alles top, muss es aber auch bei einem Preis von mindestens 1150 Euro bis hin zu 1600 Euro. Ich meine, wir reden hier von einem Tablet. Weiter geht's mit Zahlen. Der Akku hat eine Kapazität von 11.200 mAh, das ist viel, aber das Tablet ist auch groß und leistungsstark. Mit der Laufzeit bin ich aber sehr zufrieden. Klar, zockt man durchgehend, dann ist das Teil auch schnell leer, aber Office, Internet, Social Media, mal ein Video schauen, da komme ich so auf Laufzeiten von 6 bis 8 Stunden. Ein anstrengender Tag ist damit also auch kein Problem. Der Akku meines 11 Zoll iPad Pro hält aber nochmal ca. 1 bis 2 Stunden länger durch. Natürlich unterstützt das Tab S8 Ultra auch wieder den S Pen, den ihr durch Andocken an der Rückseite direkt am Tablet laden könnt. Wie immer nutze ich den Stift von Samsung sehr gerne, egal ob Notizen, Zeichnen, Screenshots beschriften oder einfach das Tablet bedienen. Für mich ist der S Pen ein echter Mehrwert. Als Software läuft natürlich Android 12 auf dem Ultra und darüber hinaus Samsungs One UI in Version 4.1, die wir so auch schon von den Smartphones kennen, allerdings ein wenig an das größere Display eines Tablets angepasst. Ich mag Samsungs One UI, aber wie immer ist das subjektiv und fließt nicht in meine Bewertung mit ein. Kurz müssen wir auch noch über die Kameras sprechen, die ich bei Tablets gerne schnell abhandle, da ich sie einfach nicht brauche. Die 12 Megapixel Dual Frontcam mit Weit- und Ultraweit Winkel sowie Autoframing, das euch ein Stück weit verfolgt und im Fokus hält, eignet sich super für Videokonferenzen. Auf der Rückseite findet ihr ebenfalls zwei Linsen, die mit 13 bzw. 6 Megapixel auflösen. Dokumente scannen und so weiter geht natürlich problemlos und alles andere,
Die 13-Megapixel-Bilder der Hauptkamera sehen gut aus, aber wer geht mit so einem riesen Tablet schon auf Fotosafari? Nun ist das Galaxy Tab S8 Ultra natürlich viel mehr als ein Tablet oder besser gesagt zu viel für ein Tablet, denn mit dem Teil auf der Couch sitzen und es so zu nutzen, wie man es von einem Tablet kennt, das machen wohl die allerwenigsten mit dem Ultra. Möchte man nur in Anführungsstrichen Tablet-Dinge mit dem S8 machen, dann sollte man vielleicht lieber zum kleineren Tab S8 oder S8 Plus greifen. Was mache ich aber mit dem Riesen? Nun, ich schreibe meine Skripte drauf, wie auch eben dieses. Ich recherchiere, ich bearbeite meine Fotos damit, ich nutze es wie einen Laptop, nur dass ich mit dem Stift und dem Touchscreen viel mehr Möglichkeiten habe. Samsung DeX bietet mir auch die Oberfläche, die ich brauche, um mit dem Ultra produktiv zu sein, ebenso wie das Bookcover Keyboard, das wirklich sehr gut ist und zu dem ich bereits ein eigenes Video gemacht habe. Wenn dann auch endlich LumaFusion, das Videoschnittprogramm, das ich schon auf dem iPad so liebe, auch für das Tab S8 Ultra kommt, dann kann ich alles mit dem Teil machen und ich freue mich drauf. Natürlich nutze ich das Tablet auch zur Unterhaltung, man muss ja auch mal Pause machen, denn klar ist es super auf dem Screen Filme zu schauen und ich zocke auch gerne drauf. Einmal mit Stadia drauf gezockt, will man das nicht wieder auf einem anderen Tablet tun. Zusammengefasst ist das Tab S8 Ultra genau das, was ich mir davon versprochen habe. An dem Teil passt einfach alles. Die super dünnen Displayränder, das geniale Display, das Arbeitstempo, die tollen Lautsprecher, das Zubehör wie S Pen und Tastatur. Ich würde es immer wieder kaufen. Einzige Kritikpunkte, der Vibrationsmotor und der Fingerabdruckleser. Wollt ihr einfach ein Tablet für Social Media, YouTube, TikTok und Spiele und das alles am besten noch auf dem Sofa, da solltet ihr euch eher nach etwas kleinerem und günstigerem umsehen. Alle die auch produktiv sein wollen und dabei aber mobil bleiben wollen, die sollten mal einen Blick riskieren. Was haltet ihr vom Samsung Galaxy Tab S8 Ultra? Schreibt mir das gerne in die Kommentare, lasst ein Like und ein Abo da, das würde mich sehr freuen. Vielen Dank, bleibt interessiert, bis dahin, bye bye.